Hallo, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Fishing Simulator. So, ja, ich würde sagen, wir fangen an. Und zwar habe ich neue Netze geholt und wir sind auch schon vor Ort, neue Netze auszulegen. Das machen wir jetzt ganz schnell, bevor wir jetzt dann da runterfahren und hier die einsammeln. Die sind sowieso schon so nah, ja, aber können wir auf jeden Fall während dem Weg dahinter eigentlich neue Netze setzen, weil das ist ja Quatsch, dann da hier dran vorbeizufahren und keine neuen Netze zu setzen. Netze setzen. Ja, manche werden jetzt fragen, ja, gibt's denn das? Es mag da schon eine sechste Folge davon. Ja, ich weiß auch nicht, das Spiel hat es mir angetan. Es ist ganz komisch. Und ich habe mich ja jetzt auch dazu entschieden, daraus jetzt man kann ja jetzt nicht wirklich sagen, längeres Let's Play, aber 6 Folgen kann man schon als vernünftiges Let's Play ansehen und nicht als kurz angezockt. Und ich habe ja die ganze Zeit gesagt, immer in den Folgen, ja, wir machen das am Wochenende. Habe mich aber umentschieden, also lasst euch da nicht beirren. Ich mache das nicht am Wochenende, sondern ich mache das jetzt als Ersatz für Subnautica. Ist jetzt eigentlich rückwirkend, weil ihr habt das ja jetzt dann eh schon 2 Wochen mitverfolgt. Aber damit ihr einfach wisst, warum Subnautica jetzt nicht gekommen ist oder kommt. Subnautica wird dann auch wieder weitergehen. Subnautica ist ja jetzt nicht so, dass mir das Spiel keinen Spaß macht, aber da dieses Projekt jetzt hier doch etwas länger geht als gewollt, muss ich mir was einfallen lassen und meine Kapazitäten sonst zu krass werden. Und deswegen habe ich mich für diese Option entschieden. So, hier noch ein Netz. Das ist schon cool. Vor allem jetzt so mit der fetten Maschine, ne? Macht schon ein bisschen mehr Spaß. Ich muss auch dazu sagen, Astragon hat mir ein Save gegeben. Ich hatte sogar überlegt, den zu benutzen, aber ich habe es dann gelassen. Und zwar ist das ein ganz besonderer Save. Mit diesem Save soll man schneller vorwärts kommen, also schneller, keine Ahnung, Erfahrung sammeln, schneller mehr Geld verdienen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert bei einem Save, aber das ist wohl wirklich so. Und ich habe mich aber dann doch bewusst dagegen entschieden, weil ich eigentlich wollte, dass... Was ist denn das? Was ist denn... Hi? Ein Wal wahrscheinlich. Hier sind Wale. Kann man Wale fangen? So mies das jetzt klingt, aber können wir Wale fangen? Springt mal, ich will euch sehen. So, als nächstes dann von hier hin. So. Cool, Wale. Genau, also ich habe mich bewusst gegen die gegen den Safe entschieden, weil ich eigentlich finde ich es jetzt gar nicht so langsam, ne? Also es ist schon ein bisschen so, wo man so denkt, ne, dieses ewige Warten immer und so, das ist ein bisschen blöd. Aber das ist ja nur am Anfang so krass. Später, jetzt so, sehen wir ja, wir kommen immer viel zu spät zu den Leinen. Das heißt viel zu spät, wir kommen spät dran. Und ich denke mal, wir werden alle Hände voll zu tun haben die nächste Zeit. Oh, falsche Seite. Was ich noch ein bisschen schade finde an dem Spiel, ist, dass keine andere Schiffe fahren. Hier, das ist ja alles so Fischergegend, ne? Wäre es nicht cool, wenn dann auch noch andere Dampfer hier rumfahren und sammeln und so? Das wäre eigentlich voll cool. Eigentlich fehlt das noch so ein bisschen. Das ist viel einfacher als das mit dem Hacken. Oh. Aber ich glaube, wenn man es hier richtig verkackt, ist der Fisch weg. Das ist, glaube ich, auch scheiße.
Ich finde auch, dass das jetzt einfach anders da gemacht ist, finde ich so cool. Dass man nicht gesagt hat, okay, jetzt machen wir das. Oh, der Frachter ist voll! Na, Wahnsinn. Der ist schon voll! Oha! Wir brauchen ein Upgrade, definitiv. Ja, das war jetzt ein Bug, ne? Der war gut. Der war auch gut. Oh, war scheiße. Oh! Alter, leck mich. Das ist eigentlich auch eine schöne Aufgabe für jemand anderes. Oh, Mann. So. 5 Tonnen Fisch auseinandergenommen. Boah, Alter, stellt euch das mal vor. Da brauchst du Wochen für. So, wir können den jetzt gar nicht holen, weil wir voll sind. Ja, krass. Fahren wir noch zu dem hier, der ist ein bisschen näher. Speedboot, warte. Der ist noch schneller. Voll geil. So. Frischer Fisch for you. Oh, wie geil. Einfach mal so 100 Riesen eingenommen. Wie geil. Aber das hier verstehe ich nicht. Das nervt mich. Den machen wir jetzt weg. Da gibt es keine Bar. Okay. Nein. Zurück. Guck mal, mein Logbuch. Komischerweise steht das ja immer noch hier drin. So. Guck mal, ich kann den gar nicht löschen, den Auftrag. Das ist ja blöd. So. Dock gibt's aber. Treibstoff. Ach, hier werden keine Upgrades angeboten. Sehr gut. Na gut. Dann gehen wir wieder. Nein, die sind schon gelb. Da kommen wir schon sehr spät. Sehr spät. Bis wir jetzt auch noch da sind. Oh, guck mal, es ist rot. Rot bedeutet wahrscheinlich gar nichts mehr. Aber wir versuchen trotzdem unser Glück. Ich konnte ja nicht wissen, dass dass der Frachtraum schon so schnell voll wird. Mit einem Netz. Nur immerhin über eine Tonne. Ja, lass uns Fisch ausnehmen. Mit meinem fetten Cutter. Der war mal richtig gut. Oh Gott. Einmal zwei. Das, ja. Das war ein lohnendes Geschäft, hier hinterzufahren. So, wollen wir noch ein neues Netz hier auslegen? Ja, schon, oder?
Ich mach Frechheit Fisch! Wir haben eigentlich volle Festtagsbeleuchtung an. Die gibt's ja nicht. Helllichten Tag hier. Alles leuchtet. So, dann fahren wir hier wieder hier hinter, dann machen wir hier auch noch ein Netz. Ich bin froh, dass man schnell reisen kann, sonst stellt euch das mal vor, man würde nicht schnell reisen. Da würde man Stunden mit diesem Spiel verbringen. Ohne Scheiß, Stunden. Wäre einfach viel zu heftig. Sehr schön. Es ist sowieso schon fast zum Abholen bereit. Speedy! Oh, hier noch ein Netz. Muss man nur aufpassen, der hier ist jetzt schon bei 13 Stunden, also ist nicht mehr so lang. Das Blöde ist, wir müssen ja auch wieder zurückfahren. Das ist ja hier, was wir ja mit einem Netz einziehen, ja, das ist ja. Das kriegen wir ja gar nicht alles drauf mit den ganzen Netzen, die wir hier hinlegen. Naja. So, dann fahren wir jetzt zurück. Ein kleines Upgrade. Na, das ist jetzt schon gelb hier. So. Das wollte ich nicht. Docks. Treibstoff. Upgrades. Genau, dann machen wir hier auf jeden Fall Lager-Upgrade. 3 Tonnen mehr, das ist schon ordentlich. Da geht schon was. Wir könnten jetzt noch Motor-Upgrade machen, 100.000. Machen wir das? Nehmen wir meist nicht. Lieber das noch ein größeres Lager einbasteln. So, gehen wir mal in die Stadt. Jobs, schauen wir mal. Oh, das ist gut. Spiel, das macht mir tatsächlich Laune. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass so ein Spiel Spaß macht. Aber es ist wirklich so. Mir macht das wirklich Spaß. Das ist so krass. Das Spiel macht mir absolut Bock. Oder vielleicht, warte mal. Von der Seite müssen wir dann dran. Warten wir noch mal ganz kurz. 1-2 Stunden. So, jetzt. Genau. Nicht zu früh, dass wir nicht jetzt mit Gelb einsammeln. Jetzt sind wir bei 16, 17. Wenn wir sowieso ein bisschen zu tun haben. Wappa! So, da müssen wir hin. Das hätten sie auch ein bisschen besser machen können. Man erkennt die echt schlecht teilweise. Gut, im echten Leben wäre es auch so. Aber ich finde, man hätte ruhig einen Marker setzen können. Ich finde, man hätte vielleicht so Schwierigkeitsstufen reinbringen können. Also leicht, schwer oder normal. Wenn man leicht macht, dass man dann halt so Marker kriegt oder so. Dass man hier wirklich gut sieht, wo die Netze sich befinden und dass man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, die Fische einzusammeln. Das wäre eigentlich cool.
dass man da so einen Unterschied ein bisschen macht. Das wäre eigentlich eine schöne Sache. Aber das Spiel ist echt gut. Also es ist echt nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, was es kostet, das Spiel. Muss ich mal gucken. Und wahrscheinlich so um die 20 Euro oder sowas. Alter, ich hab meine... Wie viel Fisch? So, nehme mal ebenso 6 Tonnen Fisch auseinander. Ja, kein Problem. Ne, war gut. Der war so, naja, weil am Ende das Stück gebackt hat. Ja, das ist... Schau mal, wenn da so 3 Magnete unten sind, das ist einfach behindert. Das ist einfach... Also ich nenne die Dinger mal Magnete. Das kann man gar nicht vernünftig machen. Also das finde ich nicht gut. Auch hier hätte man vielleicht so einen Schwierigkeitsgrad machen, also mit so einem Schwierigkeitsgrad spielen können, dass die Magnete dann nicht so stark sind oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht. Ich finde das einfach übertrieben. Hier, da kriegt man auch keine schöne Linie hin. Was ist das für ein stumpfes Messer? Was wegen so ein paar Kreten dann so sonst wohin rutscht das Messer? Also das ist doch... Finde ich nicht schön. So. Wie sieht's denn mit dem Frachter aus? Haben wir noch ein bisschen... Nee, wir haben keinen Platz mehr. Nee. Okay. Das Gute ist, dass wir ein bisschen Zeit haben. Deswegen fahren wir jetzt zurück. Geben Fisch ab. Fahren wieder raus. Und ich glaube, dann können wir sogar noch ein... Lager-Upgrade kaufen. Boah, 100.000 einfach mal so eben. Ja, dann nehmen wir jetzt hier nochmal 5.000. Yes, jetzt haben wir Platz. So, Stadt. Derzeit keine verfügbaren Jobs. Okay. Das ist ja jetzt fertig, der Job, oder? Genau, das... Nee, hier steht in Arbeit. Ah, nee, das ist dieser eine komische Job, den wir letzten... Der sich komischerweise nicht löschen lässt. So, okay. So, mal zu dem hier. Speedy! Oh, der ist blau. Wo ist er denn? Da. Ja, warte mal. Doch, ja, das müsste er sein. Er müsste so irgendwie. Ja, da geht er hin. Da in die Richtung. Anker legen! Rein mit dem Fisch! Wie schwer kann es sein, Fisch zu fangen? Eigentlich ist es ja nur ein Griff, ne? Aber man muss es ja ein bisschen spannend machen. Boah, 15 Stück. Also ich glaube, da ist unser Schiff wieder voll. Garantiert, weil das ist ja so viel. Wenn es so weitergeht, können wir bald uns noch ein neues Schiff kaufen. Weil das nächste Schiff ziemlich hässlich war. Was mir auch noch einfällt, wir müssen ja auch relativ viel Kilometer fahren erstmal. Wir müssen sie erstmal freischalten.
Aber so viel war es gar nicht. Ich hätte gedacht, es wäre mehr. Sind ja auch nur 5 Tonnen. 5 Tonnen Fisch. Stellt euch das mal vor. Wenn ich so viel Fisch im Kühlschrank hätte, ich bräuchte nie wieder was kaufen gehen. Also, Lebensmittel nie mehr. Ich bräuchte wahrscheinlich nie mehr Lebensmittel kaufen. 5 Tonnen Fisch. Ekelhaft. Ich mag ja Fisch, ne? Also ich esse schon gern mal Fisch. Jetzt habe ich euch ja schon mal gefragt, ob ihr gerne Fisch esst. Ab und zu mal Fisch ist schon cool. Auch Fischstäbchen esse ich gerne. Aber ich bin jetzt nicht so der riesen Fischfan, muss ich sagen. Er muss schon sehr, sehr gut gemacht sein mit vielen Gewürzen, damit ich Fisch esse. Also ist schon schwierig Fisch für mich. Aber mein Vater zum Beispiel kann sehr gut Fisch zubereiten. Bei ihm schmeckt der Fisch ja auch sehr gut. Aber wenn ich jetzt so Restaurant, wenn ich da mal Fisch bestelle oder sowas, da tue ich mich dann schon manchmal ein bisschen schwer, muss ich zugeben. So, wie viel Platz haben wir denn? Ein bisschen Platz hätten wir noch. Wir legen jetzt hier mal auf jeden Fall ein neues Netz aus. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, jetzt einfach zurückzufahren. Und dann hinzufahren und die zwei Grünen da einzusammeln. Ich glaube, das wäre klüger. Weil, ja, jetzt ist sie blau. Also es ist Quatsch, jetzt da und dann wieder zurück, dann wieder hier. Ich glaube, das macht... Ziehen wir das durch, oder? Fahren wir zurück, holen neuen, liefern ab. Und fahren dann wieder hoch. Es kann dann sogar sein, dass wir dann, Motor-Upgrade kaufen können. Das ist schon cool, also das macht schon Bock, das Spielen, muss ich echt sagen. Immer wieder sage ich es, aber es ist echt so. Speedy! Irgendwas blockiert den Weg, sagt er. So. Und der steht den ganzen Tag darum. Oh, hier fahren Fisch, Schiff. Schiff, Fischschiff. So. Das kriegen wir. Boah. 120. Ah, gut, der Motor-Upgrade reicht nicht. Oh, warte mal. Neuen Job. 125 Riesen, wenn wir ganz viel Fisch ab. Okay. Ruf im Hafen Forsol. Die Fischerei von Forsol benötigt. Was ist denn. Wo ist denn Forsol? Ach, da oben. Das ist Forsol. Müssen wir einmal rumfahren, ist ja übel. Ja, dann müssen wir das mal machen. Mission hätte ich natürlich schon gern geschafft, irgendwann mal. So, okay. Sprit. Schade, dass wir nicht noch jemanden anstellen können. Oh, er ist noch blau. Da ist er. Wer hätte jemals gedacht, dass ich so viele Folgen davon mache? Wie geil. Ah. Weil ich habe zu Astragon damals gesagt, als wir den Key gegeben haben, ich habe gesagt so, ja, ich glaube, dass das Spiel schon ganz gut ankommen wird, aber ich weiß nicht, ob ich davon so viele Folgen mache. Ich werde es halt nur mal ganz kurz anzocken und ein bisschen zeigen und so. Das war meine Aussage. Ja, ja, kein Problem. Und jetzt mache ich so viele Folgen davon. Es ist unglaublich. Naja. Es ist schon lustig.
Aber es ist ja schön, wenn man Spaß an einem Spiel hat. Warum dann auch nicht so lang spielen, solange man Spaß an dem Spiel hat, ne? Das kann ja auch ganz schnell wieder vorbei sein. Wenn ich jetzt dann aufhöre, kann natürlich sein, dass ich dann nicht mehr so viel Spaß an dem Spiel habe. Dass ich dann sage, ach, nee, keine Lust. Kann natürlich sein. Deswegen ziehe ich das heute auch durch. Ich spiele jetzt bis ich wirklich keine Lust mehr habe heute. Und das ist dann auch meine Produktion für heute. Habe ich eh mein Pensum schon heute abgeschlossen. Also mein Pensum, mein täglicher Pensum an Videos, was ich mindestens am Tag schaffen muss, sind 2, besser 3 Videos. Also das ist mein Minimum. Das muss ich hinkriegen. Sonst kommen meine Videos nicht pünktlich. Und es ist auch meistens so, dass was ich am Tag schaffe, hochzuladen. Also was meine Internetleitung... Was war denn das jetzt für ein Leck? Was meine Internetleitung auch schafft. Und deswegen muss ich auch mindestens das machen. Und ich habe heute 6 Folgen von diesem Spiel hier aufgenommen. Es werden wahrscheinlich so 8 werden. Also ich würde den Monat gerne noch füllen mit dem Spiel. Und dann ist er eigentlich wahrscheinlich vorbei mit dem Spiel. Vermutlich. Und dann werde ich das Spiel beenden und dann werde ich wahrscheinlich nie wieder das Spiel öffnen. Ist meistens so. Ist wirklich oft so. Deswegen mal schauen. So, dann machen wir den hier auch noch. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Wir haben noch Platz. Ja, da müssen wir mal gucken. Also, dahinter fahren werde ich natürlich außerhalb der Folge, weil wenn ich innerhalb der Folge dahinter fahre, dann... das ist ja schon ganz schön ein Stückchen hier zu fahren. Bis hierhin kann ich fahren. Dann muss ich bis da rum... Also, da bin ich schon... Fährt man ja schon eine halbe Stunde bis Stunde. Das muss man ja nicht in der Aufnahme machen, ne? Jetzt wird auch unser Kutter langsamer mit dem ganzen Fisch da drin. Sehr gut. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt das Personal zu dem setze da hinten zum Fisch ausnehmen? Das probiere ich jetzt mal aus. Wenn ich jetzt Nein sage und jetzt hier Crew aufs Fisch ausnehmen gehe. Ah, der macht das jetzt. Ach cool, das macht er jetzt. Ja, super. Ja, dann passt ja. Dann soll er das nämlich machen. Das passt alles. Okay. Dann fahren wir jetzt wieder nach Hause. Wie viel müssen denn noch? Wie viel ist denn da noch? Warte mal, wie viel? Was gibt nochmal Fisch? 6000, frei, 1000, frischer Fisch. Das passt schon. Also er braucht natürlich scheinbar wesentlich länger als ich. Aber vielleicht ist die Qualität... Boah, Alter, wie geil. Wie viel Kohle. Was ist denn jetzt los? Nix da. Hier werde ich gebellt. So. Also. Machen wir jetzt mal hier ein Upgrade. Beziehungsweise mal die Fische reparieren, Netze reparieren. Dann Dog, Treibstoff. Motor-Upgrade. Da sind wir ja auch schneller unterwegs. Mehr können wir eh nicht machen. Ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, kommen wir ans Ende dieser Folge. Schauen wir mal, was wir jetzt dann... Dann können wir den wieder rübersetzen. Jetzt müssten wir eigentlich schon fast hier hinterfahren, bis wir da hinten sind. Und dann müssten wir, würde ich wahrscheinlich da hochfahren. So.
Genau, dann machen wir das so. Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.